Wissenswertes über schwarze Löcher. Es gibt leichte und schwere Löcher. Das steht hier. Damit willkommen zurück zu No Man's Sky. Was es gibt? Hättest du doch nicht alles, was ich sagen würde. Ja, keine Ahnung, bei Warburg haben wir auch immer nur kurze Fakten gesagt. So sammeln sie an Massen. Bevor die Materie im Schlot verschwindet, sammelt sie sich auf einer sogenannten Akkretionsscheibe. Das ist ein spiralförmiges Diskusgebilde, das die Materie langsam von außen nach innen führt und sie dann nach und nach das Zentrum des schwarzen Lochs abgibt. Schwarze Löcher können die Millionen- oder Milliardenfache Masse der Sonne aufweisen. Boah. What? Da ist immer noch. Aber ich kann ja nicht lesen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Sollen wir denn jetzt mal weiterspringen hier? Ja. Oder sollen wir uns den Planeten noch angucken? Ich will noch den da sehen. Den da? Pocahontas, ja. Puhui Gabi Remote. In 1:12. Ich kann in der Nase kratzen müssen, wenn ich so. Was machen wir jetzt so lange? Wissenswertes über schwarze Löcher rausfinden. Oh. Ich guck mal kurz, ob die alle Systeme hier cool sind. Das System ist cool. Sie sind kaum sichtbar. Schwarze Löcher sind nur schwer zu finden, da sie kein Licht aussenden. Das heißt, es könnte direkt als hinter euch sein. Vorbeikommende Lichtstrahlen werden durch seine enorme Schwerkraft von ihrer ursprünglichen Bahn abgelenkt und verschlungen. Es gibt auch schwarze Löcher, die schlafen, Laserstrahl und erst aktiv werden, sobald sich Materie nähert. Und es ist total verrückt. Sie haben dann so gezeigt, was so passiert, wenn so, wie die so aufeinander zufliegen und sich dann so verbinden. Mhm. Ich hab gar nichts gesehen, das sieht voll crazy aus. Ich fand's cool. Oh, jetzt kannst du kämpfen. Jetzt zeig mal, was du kannst. Benutze ich mal den anderen. Die finden doch immer wertvolle Fracht, oder? Selbst wenn ich einen Pfund Kartoffeln dabei hätte. Hallo, Kartoffeln sind der Hammer. Ja, okay, Kartoffeln sind echt. Okay, ich muss, da kommen sie, oder? Schau mal. Ja. Und drei, das ist ja. Ich passe auf deine Schilder auf. Okay. Das ist nämlich voll geil, die Dinger schalten auf. Boah, komm nicht, jetzt noch rein. Nicht die falschen. Stirb! Bis hin, oder? Ja, demnächst aufladen. Boah. Ah! Ich hab den Tivo gekriegt. Also den Trophy. Auf. Nach dem Angriff aufladen. Aufladen. Ah, was hab ich? Titan. Mach schnell irgendwas. Nochmal. Du lädst immer nur voll wenig auf. Au. Ihr Schweine, ihr kriegt mich nicht. Wieso greift ihr überhaupt eine rosa Ente an? Was seid denn ihr für Irres? Chewie! Was soll ich tun? Wie Chewie? Lad nochmal auf. Au, mein Schild! Ganz viel. Mehr. Okay, passt. Okay. Au. Töte die Sonne. Ihr fliegt halt gegen die Sonne, wo man nichts sieht. Ah, sehr gut. Da, you asshole. Lad aber dann gleich nochmal auf. Yay! Wuhu! Erster Kampfeinsatz. Geil. Gut gemacht. Okay, ich mag die Ente vielleicht ein bisschen mehr. So wie bei Blues Brothers, mit dem, wo sie mit dem Bullen, der Bullenschaukel über die Brücke springen und dann, na, magst du die Bullenschaukel jetzt? Der Zigarettenanzünder ist im Arsch. gleich ein Reisemeilenstein. Reisemeilenstein. Yes, stimmt ja gar nicht. Wir haben schon 2 Raumschiffe zerstört. 3 waren das. Echt, waren es 3? Ja. Aber vielleicht dein erster Angriff. Ja, das kann sein. Wo wollten wir hin? Zum Pocahontas-Planeten. Zum Pocahontas, ja. Ja, cool. Okay, ich mag die Ente. Darauf eine Siegescola. Die Ente mag dich auch. Lecker. Eine Cola. Hoffentlich tolle Tiere. Darauf ein Witz. Hast du Witze auch rausgesucht? Witze über schwarze Löcher? Warte. Wie nennen Jugendlichen einen dicken Vegetarier? Biotonne. Ja, geht aber nicht so. Der mit dem Hund war besser. Ach, das ist
voll der Scheiß hier. Entschuldigung. Macht ihr sowas bei der NASA auch? Uns Witze vorlesen? Ja, während halt eine Mission läuft, so um die Zeit rumzukriegen. Es kann ganz schön einsam sein da oben. So, ja, jetzt zum Glück haben wir unseren Roboter. Achtung, Ankunft. Ankunft. Boah, das ist ein grüner Planet. Das ist ein Wasserplanet. So ist eigentlich mal cooler zu landen. Ja. Ist einem Kotz schlecht. Hübsch. Hübsch. Oh, guck mal. Ireland. Nochmal scan. Nice. Grüne Flecken. Fleckmann. Scanner wird aufgeladen. Das sieht doch aus wie ein Handelsding. Guck mal. Die Witze sind alle schlecht. Ja, ja. Da. Ja, da schon. Sehr schön. Also gepasst? Ja. Yes. Ein Tada. Jaguar-Posten. Ach, cool. Typisch moderat, Fauna leer. Mann, ich will Tiere. Tierplanet. Tiere. Bist du ein Tier? Oh, du. So, oh, guck mal, hier gibt es eine neue Knifte, oder? Knifte. Experiment. 12. Die hat 2 mehr als unsere. Oh. Ja, wieso nicht, oder? Wir haben doch das Geld. Komm. Ja, wieso nicht? Zahlst. Ich hätte natürlich meine ganzen Add-ons, die ich schon reingebaut habe, verloren. Ja, aber das war ja kaum was. Mach halt auch den Blitzwerfer wieder rein und dann ist wieder alles gut. Und den Scanner. Scanner haben wir auch nicht. Doch, Scanner ist da. Ja, aber ich dachte, dieses Analysewerkzeug fällt doch immer weg. Nee. Nicht? Okay. Oder? Analyse? Ah nee, wir können es einfach noch nicht bauen. Also. Uns fehlt noch Eisen. Stimmt. Aber das haben wir ja gleich. Was gibt's hier noch? Ja, guck mal an. Bergbau, Kampfeinheit, Verstärkung. So, und dann gibt's hier nochmal so ein Gerät. Was will der Herr? Oh, oh, oh. Na. Seltene Oxide ins Fach legen. Ja? Ja, klar, oder? Oh, oh, oh. Verblasst langsam. Oh cool, was ist jetzt? Cool Mittel ist. Ah, okay, praktisch. Ich habe zwar keine Gravitino-Bälle, aber gut zu wissen. Gravitino-Bälle. Soll jetzt meinst du nochmal mit dem Quatsch und sich ein Wort geben lassen? Mhm. Muss ich hier erstmal die Blümchen ausrupfen. Blümle. Ah, der war, finde ich. Aber der da links, da drin. Muss halt draußen kurz machen. Brauchst ja eh Eisen. Eisen und Blumen. Jetzt haben wir gar nicht gewechselt. Was haben wir nicht gewechselt? Den Controller. Haben wir schon gehen. Nicht beim nächsten Mal. Ist notiert. Passt. So, so Eisen. Das ist aus Eisen da? Vielleicht für vieles immer aus Eisen. Ja. Das reicht sogar schon. Ja, hier irgendwie eins noch davon, aber. Ja, bei Gelegenheit. Und was wollte ich noch? Kohlenstoff, um mit dem zu quatschen, ne? Mhm, aber den hast du ja schon. Schon, genau. Ups, falsche Taste. Ich wollte jetzt einen Dash machen, aber ich habe nicht einen Dash gemacht. Ich habe den Granaten an das Ding. Der lässt nur mit sich reden, wenn man so rum an den Rand tritt. Das ist Schokoladenseite. Schokoladenseite. So. Hast du gerade mal deine Augenbrauen so gemacht? Ich bin so ein bisschen angegraben. So. Kann es nicht so gut. Ein neues Wort bitten.
Kannst du... Ich kann nur die eine. Ich kann beide oder nur die. Die eine. Welche kannst du? Die kann ich. Ich kann die andere. Ich kann es nur die machen. Und ich kann die andere kriege ich nicht einzeln aber hoch. Nicht mal das kriege ich hin. Ich kann halt nur die andere runterdrücken. Mit Haus nimm die Augen runter. Diese zwei Striche. Die andere auch. Kann, guck mal so böse wie du kannst. Okay, bei dir sieht's böse aus. Ja, aber du guckst auch. Guck ganz gerade. Ja, man muss immer mal böse gucken, so runter gucken. Ja, wenn du gerade guckst, wie weit gehen deine Augenbrauen runter? Du guckst ja nicht gerade. Boah, krass. Okay, meine gehen nicht so weit runter. Entschuldigung. Hat sich mein Gesicht in sich selbst gefaltet. Brauchen so einen Atlas-Pass. Der haben wir immer noch nicht. Da gibt es die Szene von SpongeBob, aber die ist die halt, gleiche, halt, völlig falsch. Wir haben die ganzen grünen Scheißdinger, die uns das Raumschiff vollmüllen. Achso. Die verkaufe ich jetzt hier. Auf jeden Fall gibt's eine Szene bei SpongeBob. Da ist SpongeBob voll sauer, weil der wartet den ganzen Tag schon auf ein Paket. Mhm. Und dann kommt ihm halt Patrick entgegen und SpongeBob ist halt voll sauer, weil er den ganzen Tag schon gewartet hat. Und dann kommt Patrick halt und dann fragt er ihn so, Patrick, bist du auch so sauer? Und dann sagt er so, ja. Und dann fragt SpongeBob, warum? Und er so, ich kann meine Stirn nicht sehen. Gut. Wahnsinn. Das wird mich aber auch SpongeBob ist so gut irgendwie. Da gibt's auch noch so eine geile Szene. Da hauen sie von zu Hause ab, weil Patrick denkt, dass er eine Straftat begangen hat, weil er am Luftballon-Gratistag einen Luftballon geklaut hat, hat er gedacht. Ich mag von dem Planeten nicht bleiben, weil hier gibt es keine Tiere. Entschuldigung, also ganz kurz. Ja, ich muss ja auch mal Sachen ansagen. Auf jeden Fall sind sie dann halt unterwegs und ist dann halt abends und sie sind natürlich draußen und machen sie sich halt ein Feuer und diskutieren halt und reden. Und dann sagt Patrick immer so, sag mal, SpongeBob, wir sind doch unter Wasser, wie kann da eigentlich ein Feuer... Und dann geht's aus. Das ist so gut. Oder dann, auch in der Folge, rennen sie halt weg und dann sagt SpongeBob, schnell Patrick, du musst unsere Spuren verwischen. Und er so, bin dabei und hat so einen Pinsel mit roter Farbe und zieht ihn so hinter sich her. Das ist doch alles ein Quatsch, Mann, das ist doch gar nicht so echt. Gut. So gut, die Folge. Das ist der Planet, wo wir hinwollen. Den hast du bereits entdeckt. Ja, wo wollen wir denn Super hin? Rebe Rabbit. Hallo. Hallo. Wo wollen wir denn hin? Ja, zum anderen Planeten, wo es Tiere gibt. Oder gibt's na, dann gehen wir zu einem, den wir noch nicht gesehen haben. Oder wir springen halt in die Galaxie weiter, ne? Unentdeckt. Guck mal doch dahin. Das ist doch ganz anders. Da ist auch irgendwas Sendeturm und Handelsposten und so. Kann man mal machen. Sag mal, was ist denn das da rechts? Das ist diese Atlas-Schnittstelle, wo wir schon waren. Ach, wir sind hier noch. Ja, ja. Ah, okay. Da sind wir nicht weiter gesprungen. Guck mal, Ubergeck Gamescom 891. Halle 8, Stand 9.1. Weißt du, was da ist an Halle 8, Stand 9.1? Was denn? Mit 90%iger Wahrscheinlichkeit ein Hardwarehersteller, bei dem Leute sich die Seele aus dem Leib schreien für ein beschissenes T-Shirt. Oh Mann. Das ist auch so ein Phänomen irgendwie. So, dass Leute, wenn sie so in Massen irgendwo sind und man denen auf der Bühne sagt, schreit mal, dann kriegt ihr was, dann schreien Leute. Das würde ich, glaube ich, wenn sie alleine wären, nie machen. Ich glaube, aber das habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe mich noch nie... Kann man sonst zum Affen gemacht? Weiß nicht, um irgendwas gerade zu bekommen. Doch, du hast dich schon mal zum Affen gemacht. Wann? Ja, nee, ständig. Ich meine, um was gerade zu tun. Achso, das weiß ich nicht. Das habe ich noch nie... Doch, oh Gott, doch. Jetzt hält es wieder an. Oh Gott. Aber es war kein... Aber nicht ein T-Shirt. Ja, nee. Aber ich habe noch nie geschrien für ein T-Shirt. Ich habe die Geschichte schon 1 Million Mal erzählt, aber ich bin auf der Games Convention in Leipzig mal verprügelt worden für ein kostenloses T-Shirt. Nee, jetzt echt? Das hast du mir noch nie erzählt. Echt? Du bist verprügelt worden. Also ich war am Leipziger Gamescom Sonntag, also den letzten Tag der Messe da. Leipzig. Und das ist normalerweise, also auf der Gamescom in Köln ja auch, der Tag, an dem die meisten Stände merken, ja fuck, wir haben noch irgendwie Lagerraum voller Werbegeschenk-T-Shirts, lass mal mehr rausschmeißen als sonst, damit wir den Schmarrn nicht wieder mit nach Hause nehmen müssen. Jedenfalls bin ich dann beim Hersteller, entweder war es AMD oder ATI, also irgendwas, die halt so, Hardware-Sachen herstellen. Und die haben so rote T-Shirts in die Menge geschmissen. Und dann bin ich da gerade an der Stelle gewesen, wo so ein T-Shirt hinflog und das flog mir dann so vor die Füße.
Und die hatten es ja so zusammengeknüllt, damit es besser fliegt, weil sonst segelt es ja so. Und bück mich halt gerade nach, um das aufzuheben und roll das gerade so auf, um zu schauen, was für ein Motiv drauf ist. Und plötzlich kommt von der Seite halt eine Faust, haut mich halt voll am Boden und er reißt mir das T-Shirt weg und rennt davon. Und denk so, was? Wegen so einem beschissenen Werbegeschenk-T-Shirt halt jemand, den er nicht kennt, kaputt hauen. Oh, ja, es war ja dann, also hat halt natürlich den Kiefer ein bisschen wehgetan, aber sonst. Ja, aber das ist ja abartig. Naja, ich hoffe, er freut sich immer noch an seinem. Oh, was gibt's hier? Ich würde. Ach so. Ich gebe ihm mal so einen Chip. Ja, steht aber illegal dran, ne? Schau, sieht aus wie einer von Dead Space. Hast du gehört? Ist illegal. Was, bitte? Ist nicht illegal, scheißegal. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Bosch Eisen. Aber das finde ich ja echt. Also, keine Ahnung, ich bin dann immer wieder geschockt, wie dreist manche Leute sind. Also, wie armselig muss dein Leben sein, dass dir das wert ist? Also, dass es dir wert ist, sowas zu machen? Ich verstehe das nicht. Also, vor allem, es ist ja auch nicht so, dass es das letzte T-Shirt der Messe gewesen wäre. Nee, aber keine Ahnung, selbst cool. Wenn. Also, das wäre mir. Cool. Es wäre mir das absolut nicht wert, jemanden da wirklich anzugreifen oder so. Auch nur was zu sagen, das würde ich mich nicht trauen. Ist das... Boah, ich kann froh sein, dass ich nicht dabei gewesen bin. Ich bin bei sowas nicht so nett. Wie der Typ da beim Helge Schneider auftritt. Wir waren zu zweit bei Helge Schneider und dann hat irgendwann... Und dann hat ein Mensch den Platz, den Jasmin freigehalten hat, einfach das so wahrgenommen, dass der für ihn freigehalten wurde. Deswegen hat sich einfach daneben gehockt. Nee, hat sich ja. Nee, ich hatte halt. Es war halt so freier Platz, weil was halt immer beschissen ist. Und dann hatte ich echt eigentlich nette Plätze gefunden und frage halt die Frau, sie ist neben ihnen frei. Und sie dann so, ja klar. Und ich sehr cool und leg halt meine Jacke hin. Also ich war halt hinter der Frau sozusagen und leg dann halt neben sie meine Jacke. Und wink halt Michi und sag, ja komm, vorne ist was frei und so. Und dann gucke ich nach vorne und dann sitzt einfach so ein Typ auf meiner Jacke. Und dann sage ich halt zu ihm, ja Entschuldigung, aber ich habe gerade gefragt, ob ich mich da hinsitzen darf. Und ich habe da jetzt eigentlich für mich und meinen Freund reserviert. Und wir sind zu zweit und deswegen brauchen wir den Platz. Und er so, ja passt, ich bin auch zu zweit. Und ich dann so, ja Entschuldigung, aber sie sitzen auf meiner Jacke. Und eigentlich hatte ich gefragt, ob ich mich da hinsitzen darf. Nee, ist okay, ich sitze da ja jetzt. Und ich dann so, Entschuldigung, wissen Sie gerade, wie verdammt unhöflich Sie sind? Und hat dann nur gelacht. Und da habe ich ihm so meine Jacke unterm Po weggerissen und war verdammt sauer. Ich habe das nicht richtig mitgekriegt. Ich bin da gerade irgendwo. So ein Arsch, echt? So an der anderen. Wir haben davor da noch andere Plätze reserviert gehabt, ich wo ich noch saß. Ja, aber ich finde es nicht mehr schlimm. Hätte er jetzt gesagt, ja, wir suchen auch schon lange nach einem Platz. Ja, cool. Wir suchen auch schon lange nach einem Platz und so. Und ich würde mich da jetzt echt gerne hinsetzen. Hätte ich gesagt, ja, klar, kein Ding. Aber wenn jemand nicht respektvoll mit mir umgeht, dann werde ich so voll schnell so krantig, weil ich denke, ich bin kein kleines Kind, kann ich so mit mir sprechen. Das war ein Arsch. Aber er stand extra drauf, das darf nicht gefilmt werden und er hat es gefilmt und hochkant, wo ich dachte, Depp, sowieso schon Depp. Wenn der hochkommt, filmt, ist er eh schon. Und er wäre wesentlich älter, wesentlich älter als ich, ja. Und ich muss ihm Respekt beibringen. Wo ist denn unser hässliches Schiff da oben? Drück immer den falschen Knopf. So ist der Dash. Was drückst du denn immer dazu? Na, normalerweise halt den hier. Ja. Das ist der Melee-Angriff und dann halt nochmal Jetpack und nach vorne und sprinten. Ja, welchen drückst du? Und ich drück halt dann außerdem immer denen. Das ist halt Granatwerfer abfeuern. Gab's jetzt hier Tiere? Achso, ne, ich glaube, was heißt vergessen? Ich hab gar nicht geguckt, aber ich glaube fast nicht, so wie das aussieht. Der sieht so trocken aus. Geh mal halt noch auf den, der direkt daneben war. Den Planeten, meinst du? Oh yes. Sicher. Oh yes. Den da. Yes. Da ist doch irgendwas. Sir. Sicher, dass wir da noch nicht waren. Ich weiß nicht. Hast du was entdeckt, siehst du? Aber da war doch noch mal einer daneben, neben dem hier. Oder dahinter. Dahinter, oder?
Oder wir springen halt mal eine Galaxie weiter. Ja, komm. Was soll der Geiz? Freiflugmodus. Anomalie entdeckt. Aber hier oder... Hier oder da, wo du gerade bist? Atlas-Schnittstelle. Warte mal, was ist das jetzt hier? Weg zum Wegpunkt und wo führt das hin? Atlas. Nochmal eine Atlas-Schnittstelle. Mhm. Zu weit zum Springen will ich aber eigentlich hin. Freiflugmodus, Weg ins Herz der Galaxie. Ich würde jetzt eher dahin fliegen. Ja, aber wo ist denn die Anomalie? Ist sie jetzt da, wo du gerade bist? Weil die müsste, die wird dir angezeigt. Mach mal ein bisschen weiter noch. Oder drehen ein bisschen die Karte, damit man sieht, ob da irgendwo steht. Weil ich glaube, das steht dran. Da steht dann irgendwie dran, Anomalie. Naja, sieht nicht so aus. Hm. Hä, ist es dann doch da, wo du gerade bist? Geh halt mal noch mal raus oder so. Weil es hieß ja, wurde entdeckt, ne? Über dir ist irgendwas, aber ich glaube, es sieht nach Raumstation aus. Weiter, ja, oder? Nee, was ist das? Das eine ist die Atlas, das andere. Nee. Ah, okay, komisch. Wann wurde uns das dann gesagt? Ich glaube, ich springe jetzt hier mal weiter. Wie weit ist denn das überhaupt noch? 17. Was? 177.000... 1442,9 Lichtjahre. Das ist weit, ne? Fährt da ein Bus? Nur der 19er. Und der hält kann aber... Kann ich dir aber mit der Monatskarte, kann ich den nehmen? Oder ich... Gerade nehme ich im VVS-Gebiet, ja. Leider. VRS-Gebiet. Das war bei mir auf dem Dorf immer so blöd. Alles war VVS-Gebiet, also Stuttgart halt. Und gerade das Dorf, wo ich war, war VHS, hieß das dann, glaube ich, Gebiet. So Videokassetten. Ja, VHS-Gebiet, genau. Na, aber es ist immer so dumm, weil dann musstest du ja eigentlich zwei Fahrkarten kaufen, aber ich bin immer schwarz. Was? Ja, und jetzt klicken hier aber die Handschellen, wenn die uns an... Also doch. Wollen wir das, jetzt anschauen oder im nächsten Kapitel? Sehr volle, harte Cliffhanger. Ja, aber ich glaube, das würde in dieser Folge vermutlich den Rahmen sprengen. In der nächsten Folge also dann Unglaubliches mit dieser Weltraumanomalie. Ist ja geil. Seid gespannt. Ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.